Wie viel Euro verdiene ich eigentlich mit meinem doch sehr kleinen YouTube-Kanal? Ich habe die 1000 Abonnenten-Marke dieses Jahr erst geknackt. Ich glaube vor 3 oder 4 Monaten. Schauen wir uns gleich mal in der Statistik an. Aber wie viel ich jetzt damit verdiene, das erfährst du in diesem Video. Hallo und willkommen zurück bei PG Finanzen. Mein Name ist Pascal und wie gerade eben im Intro angekündigt, geht es um meine YouTube-Einnahmen. Ja, den Kanal habe ich 2020 gegründet mit meinem ersten Video, verlinke ich mal hier oben in der Infobox. Meine ersten Schritte bei Trade Republic. Ich wollte einfach nur ein Investitionstagebuch machen, wo ich eben meine Erfahrungen hier teile, welche Aktien ich kaufe, welche Aktien ich verkaufe, ob ich Gewinn gemacht habe, ob ich Verlust gemacht habe, wie viel Dividende ich bekommen habe. Im Hauptsächlichen geht es ja hier auf diesem Kanal hier um meine Dividendenstrategie, die sich, wie ich finde, hervorragend entwickelt. Wenn du also meine Videos kennst, dann weißt du das ja. Falls nicht, kannst du dich gerne mal auf meinem Kanal umschauen und ein bisschen stöbern, was ich da denn so an Videos habe. Wie gesagt, bezieht sich hier hauptsächlich auf Aktien. Und ja, in diesem Video möchte ich einmal, also ich bin ja grundsätzlich sehr transparent hier, was das angeht auf meinem Kanal. Also ich zeige immer meine Einnahmen, ich zeige meine Ausgaben. Zeige auch, wenn ich Verlust gemacht habe, da kommt eine Katze durchs Bild. Das muss nicht sein. Und ich dachte mir, heute im Video zeige ich mal meine YouTube-Einnahmen. Was jetzt noch so ein bisschen, ja, so einen kleinen Beigeschmack hat, ich habe noch nie eine Zahlung von YouTube erhalten. Liegt einfach daran, dass du ja ein Kleingewerbe haben musst. Das hatte ich schon vorher. Aber ich bin ja zwischendurch umgezogen und musste das jetzt bei YouTube bzw. bei Google bzw. Alphabet ja alles noch angeben und korrigieren. Das hat jetzt alles ewig gedauert. Da musste ich noch meine Steuernummer hinterlegen. Hab per Post einen Brief bekommen mit einer PIN und das ist alles schon sehr zehrend, sage ich jetzt einfach mal. Aber dennoch habe ich ja die Umsätze im YouTube Studio, die wir uns dann auf jeden Fall auch gleich gemeinsam anschauen werden. Aber noch keine Zahlung erhalten. Ich werde dann auf jeden Fall auch nochmal berichten, denn die Zahlung, die ich durch YouTube erhalte, die fließen ja alle in mein Projekt. Ich habe ein neues Depot eröffnet, kann ich auch hier gerne mal verlinken, das Video. Ich habe mir den Zero Broker ausgesucht und habe hier mir schon eine Watchlist gebaut mit Titeln, die ich gerne besparen möchte. Das Geld von diesem Depot wird ausschließlich von YouTube finanziert, beziehungsweise von meinen Einnahmen. Und da werde ich eben ja, von dieser Watchlist Titel kaufen, alle einmal reinhauen in dem ersten Schritt und dann werde ich immer die monatlichen YouTube-Einnahmen, beziehungsweise ihr werdet das gleich sehen, wie viel Geld ich da dann ungefähr zur Verfügung habe, womit ich rechnen kann, werde ich dann monatlich, quartalsweise, je nachdem wie die Zahlungen kommen, dann dort immer in den schlecht performsten Titel investieren, ähnlich wie ich das auch bei meiner Dividendenstrategie mache. Und dafür sind eben diese Einnahmen. Aber wie hoch diese Einnahmen sind, das schauen wir uns jetzt gemeinsam an. Ich logge mich jetzt gleich bei YouTube ein, nehme dich da natürlich auf jeden Schritt mit. Also schauen wir uns dann einmal die Zuschauerzahlen an auf meinem Kanal und dann gehen wir auch auf die Zahlung. Wie viel Geld zahlen mir die Werbetreibenden pro Aufruf bzw. pro 1000 Aufrufe wird es immer gerechnet. Sei es schon mal gesagt, es gibt verschiedene Kategorien hier bei YouTube, die verschieden bezahlt werden. Also Gaming-Kanäle, die werden schlechter bezahlt, weil tendenziell die Zuschauergruppe jünger ist und nicht so kaufstark ist, wie jetzt zum Beispiel ihr im Optimalfall für die Werbetreibenden. Also wer sich mit Aktien- und Vermögensaufbau beschäftigt und interessiert, der hat tendenziell natürlich ein bisschen über Geld über, mit dem er investieren kann. Und dort greifen die Werbetreibenden natürlich auch tiefer in die Tasche, um meine Videos oder in meinen Videos bzw. in Videos von Finanz-YouTubern oder YouTuber, die über Aktien berichten, dass sie dort eben gezeigt werden, die Werbung, weil die eben zielgerichtet ist. Ja, und deswegen schauen wir uns gleich nochmal meine einzelnen Werte an. Und wenn man sich jetzt einloggt hier bei YouTube, dann siehst du Kanal Dashboard, mein Kanal PG Finanzen. Aktuelle Abonnentenzahl 1339. Ich hatte schon 1000. Na komm her, Tiger.
1341. Zwei sind jetzt leider wieder abgesprungen, aber auch das gibt es. Und dann siehst du jetzt hier schon die ersten Anzeichen. Also hier siehst du 63,53 Euro. Zusammenfassung der letzten 28 Tage. Schauen wir uns jetzt aber auch gleich nochmal genauer an. Also das letzte Video zum Beispiel ist auch sehr gut angekommen. Überdurchschnittliche Werte hier, was mich natürlich enorm freut. Aber wir gehen jetzt mal auf Analytics. Und zwar, also so sieht das aus, wenn du hier einen YouTube-Kanal eröffnet hast. Und da siehst du hier, wie gesagt, geschätzter Umsatz 63,53 Euro. Und wenn wir jetzt mal auf den Umsatz hier klicken, oh, ich habe Schluck auf, sorry, siehst du hier alle Umsätze, die ich insgesamt erhalten habe. Also Kanalmitgliedschaft habe ich keine, Supers, ich weiß nicht, wie es ausgesprochen wird, habe ich auch keine, habe ich bis jetzt nur einmal bekommen. Nochmal ganz vielen lieben Dank dafür, habe mich wirklich enorm gefreut, weil ich da nicht mal im Partnerprogramm war. Und wenn man da dann nochmal 1,35 Euro irgendwie, ja, geschenkt bekommt, ist das natürlich irgendwie eine große Ehre, wie ich finde, dass da jemand sein Geld bezahlt, weil ihm das so gut gefallen hat. Freut mich wirklich enorm. Shorts lade ich ja wirklich nur ganz, 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 ganz selten mal hoch, deswegen hier nur 8 Cent in den letzten 28 Tagen. Und ja, hier über die Hauptvideos siehst du auch hier, wenn ich ein Video hochlade, dann geht der Umsatz hier mal hoch auf fast 8 Euro. Das Video ist nicht ganz so gut angekommen. Da gab es nur 3,66 Euro und hier gab es zum Beispiel nochmal 7,60 Euro. Jetzt gehen wir mal, ich habe das ja seit, eigentlich seit April bin ich im Partnerprogramm. Wir schauen uns jetzt mal hier die Gesamt an von den letzten 365 Tagen. Also wie gesagt, ich habe die erste Einnahme erhalten am, na komm. Zu filigran, wird nicht angezeigt. Ja, also du siehst hier, seit April habe ich einen Umsatz von 173,91 Euro erhalten. Und ich schaue gerade mal, genau, hier siehst du dann den CPM, wie viel zahlen Werbetreibenden pro 1000 Aufrufe für meinen Kanal. Und hier haben wir dann 13,53 Euro im Durchschnitt. Wenn wir uns jetzt hier mal mehr anschauen, dann werden wir gleich sehen. Der Akku ist schon wieder fast alle. Kauft man billig Akkus bei Amazon, dann halten die nicht lange. Die originalen Akkus sind auf jeden Fall besser. So, jetzt haben wir hier das beste Video vom Gesamtumsatz. Ist angestellt und passives Einkommen mit Aktien. Das Video mit 50.000 Euro. Wie viel Dividende zahlt so ein Depot aus? 23 Euro. Aber wir schauen jetzt mal hier. Hier siehst du also auch, wie viel die Werbetreibenden zahlen. Also diese 13,53 Euro ist der Durchschnitt. Du siehst ja hier, ist zum Beispiel Stop Loss bei Trade Republic, neues Design. Da zahlen die 25 Euro pro 1000 Aufrufe. Und hier eben 12 Euro. Also der Durchschnitt, du siehst das hier, der Durchschnitt sind 13,53 Euro pro 1000 Aufrufe, die ich hier für jedes Video erhalte. Ja, also bleibt abschließend zu sagen, dass ich mit meinem YouTube-Kanal hier bis jetzt, Stand jetzt, 173 Euro verdient habe. Davon muss man aber sagen, gehen noch Steuern ab. Also die Hälfte kann man ungefähr an Steuern abziehen, habe ich mir jetzt so anhand verschiedener Videos abgeleitet. Und das heißt, ich habe bummelig 90 Euro, also nicht ganz 86 Euro, mit der ich dann eben mein Projekt anfangen kann. Und es wird monatlich, also es wird dann immer nur ausgezahlt ab 70 Euro. Das heißt, wahrscheinlich werde ich nur alle 2-3 Monate dann Aktien nachkaufen können, weil eben nicht so viel Geld reinkommt. Ist aber auch nicht schlimm. Das ist, wie gesagt, nur ein Projekt und ich habe diesen Kanal nicht gegründet, um jetzt Unmengen an Geld damit zu verdienen. Also es ist wirklich ein Hobby von mir, es macht mir Spaß und das ist natürlich nett und ich kann dadurch noch ein neues Projekt starten. Abschließend bleibt also zu sagen, wenn du einen Finanz-YouTube-Kanal eröffnen möchtest, dann solltest du jetzt nicht die allergrößten Umsätze erwarten und du musst auch noch bedenken, ich bin seit 2020 dabei, war natürlich, bin ich auch immer noch grün hinter den Ohren, habe jetzt nicht so die Riesenahnung, es ist wie gesagt für mich nur ein Tagebuch, aber anscheinend gefällt es ja ein paar Leuten und
ja, die Werbetreibenden sind auch bereit, Geld dafür zu bezahlen, dass vor meinen Videos Werbung geschaltet wird. Freut mich natürlich enorm. Und ich denke, das wird auch in Zukunft weitergehen und vielleicht werden da auch noch ein paar Videos mit bei sein, die den Schnitt noch ein bisschen hochreißen und dass ich dann vielleicht sogar monatlich auf die 70 Euro komme, die ich dann immer investieren kann in mein Projekt, wovon dann wieder neue Videos kommen. Also das wird schon irgendwie laufen. Ich mache mir auf jeden Fall sehr viel Spaß und ich bin auch gespannt, wie dieses Projekt dann ausgehen wird. Abschließend bleibt also zu sagen, wenn du einen YouTube-Kanal eröffnen möchtest und um damit Geld zu verdienen, solltest du einen wirklich langen Atem haben. Und ja gut, die Nische ist natürlich auch speziell breit gefächert, lockst du natürlich mehr Zuschauer an, die dann aber tendenziell eben, wo die Werbetreibenden natürlich auch weniger Geld bezahlen. Es ist also immer so ein bisschen, was mache ich, wo habe ich Lust drauf. Ich würde es nicht wegen des Geldes machen, sondern einfach, weil man Spaß dran hat, weil es ein schönes Hobby ist. Und das sind jetzt meine Abschlussworte. Falls dir das Video gefallen hat, lass mir gerne ein Abo da. Ein Like natürlich auch gerne oder ein Super Thanks, wenn dir das Video so gefallen hat und mich noch ein bisschen supporten möchtest, würde mich das riesig freuen. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder, wenn du mich abonniert hast, was ich hoffe, wovon ich ausgehe. Und ich wünsche dir noch einen wunderschönen Resttag und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao, dein Pascal von PG Finanzen.